Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Liebe Schwestern und Brüder im Islam, ich wurde also gerade eben gebeten, kurz etwas über mich zu erzählen. Ich bin 39 Jahre alt, wohne in Bergisch Gladbach, habe drei Kinder, das vierte ist am Weg, inshallah. Und ich bin also vor 11 Jahren zum Islam konvertiert. Am Anfang bin ich zum Islam dazu gestoßen, im Prinzip nur deswegen, weil ich viele, ja, ich sag mal, bekannte Freunde hatte, mit denen ich zusammen war, die Muslime waren oder Muslime sind, Alhamdulillah. Und ich war immer ein Mensch, der an Gott geglaubt hat, christlich erzogen, mehr oder weniger. Und ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, es kann nur einen Gott geben, keinen neben ihm. Ein Gott, der diese Welt erschaffen hat, in dessen Hand alles steckt, wenn ich das so sagen darf. Und habe dann, wie gesagt, über Gespräche, Diskussionen, habe ich mich angefangen für Islam zu interessieren. Muss sagen, war wirklich am Anfang, also ich war nie ein Mensch, der religiös war oder der, sage ich mal, früher in die Kirche groß gegangen ist und diese Praktiken. Ich war nie ein Mensch, der überhaupt irgendetwas von Religion gehalten hat. Aber ich habe sehr schnell verstanden, beziehungsweise es war mehr ein Gefühl, welches mir gesagt hat, das, was da kommt, und wenn du dich für den Islam interessierst, das ist gut für dich. Also rein aus, instinktiv aus einem Gefühl raus. Das andere hat sich dann nachher erst entwickelt. Bin dann, wie gesagt, vor circa 11 Jahren in die Moschee gegangen. Hab gesagt, so, liebe Brüder, hier bin ich, ich möchte gern Muslim werden. Ich konnte damals noch gar nicht so richtig erklären, warum, wieso, weshalb. Natürlich habe ich etwas gelesen, was man so in die Hände bekommt. Und, aber ich wusste einfach, es ist gut für mich. Weil Islam ist die Religion, die einfach, ist die Religion, die einfach direkt ins Herz reingeht. Und so war es bei mir. Und als ich dann den ersten Schritt, also die Kalima Ashahadu, den ersten Schritt zum Islam getan hatte, hatte ich also Brüder an meiner Seite in einer Moschee in Bergisch Gladbach, die mich dann, ich sag mal, ja, ein bisschen unter die Arme gegriffen haben und mir erklärt haben, was ist zu tun, wie geht's weiter und. Natürlich war es, also die ersten zwei Jahre waren, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schwierig. Aus dem einfachen Grund, weil sehr viele Leute überhaupt nicht meine Veränderungen verstanden hatten. Die kamen da mit irgendwelchen Geschichten, die ihr alle kennt. Also diese Sachen, Terrorismus und das ist eine blutrünstige Religion und wie kannst du das machen und komm doch lieber mit uns saufen und was weiß ich nicht alles. Ja, warum gehst du nicht mit uns in die Disco? Die haben ja auch so auf Deutsch gesagt, die Bude eingerannt. Und ja, haben mir die Bude eingerannt, um mich davon wieder abzubringen. Aber ich habe immer gesagt, Idris, bleib dabei, geh deinen Weg, das ist gut für dich. Als sich das dann weiterentwickelt hat, war mir das dann irgendwann noch nicht genug. Ich habe dann gesucht, Informationen, mehr Ausbildung, wie kann ich mich irgendwie, ja, in der Religion überhaupt weiter zurechtfinden, was kann ich tun, wie kann ich Gott dienen, was kann ich tun für die Religion. Und ja, das habe ich zum einen dann, indem ich halt die Moscheen besucht habe, regelmäßig. Ich habe dann später angefangen, auch mit Koran lesen lernen. Dann 2,5 Jahre intensiv in Bergisch Gladbach bei Imam Abdullah und an seiner Seite und habe da Alhamdulillah
ein bisschen Koran lesen gelernt. Ich will nur sagen, es ist wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir auf keinen Fall einen Tag verlieren zu unserem Ziel. Zu unserem Ziel, Gott zu dienen, um ins Paradies zu kommen. Und das können wir nur tun durch Nächstenliebe, durch die Dua, durch die Bitte für Vergebung, die Bitte, Vergebung unserer Sünden. Und ich denke, daran sollten wir alle arbeiten. Und inshallah schaffen wir das durch die Unterstützung unserer Schwestern und Brüder. Wir dürfen uns auf keinen Fall, denke ich, von diesem Weg ableiten lassen. Der Schaitan, der Teufel ist überall. Das eigene Ego, was einen jeden Tag am meisten auffrisst, an erster Stelle, der Egoismus. Es ist jeden Tag, natürlich, wir kennen das alle, ein Kampf. Man ist in einer Gesellschaft drin. Und ob man das will oder nicht, in dem Moment, wo man mit anderen Leuten zu tun hat, passieren immer wieder, ich sag mal, Sachen, die einen wirklich vor einen Zwiespalt stellen, wo man sich gut überlegen sollte, welche Antworten man gibt, in welche Richtung man geht, was man tut. Und man sollte sich das sehr gut überlegen. Wahr ist auf jeden Fall, denke ich, dass man sich immer Allah Ta'ala vor Augen halten muss, sein Wort. Und dann wird er auch jeden recht leiten. Weil er ist unser Ernährer. Er ist der, der uns hilft. Und ich denke, kein anderer kann uns zur Seite stehen und schon gar nicht auf dem Weg zum Paradies und am jüngsten Tag. Und das sollten wir uns vor Augen halten und dafür sollten wir arbeiten. Arbeiten an unserem, ich sagte es bereits, Egoismus, dem Teufel hart und fest entgegenstehen. Sagen, komm, nimm es in die Hand, weil es liegt in unserer Hand, das zu tun, was Allah von uns verlangt, Allah Ta'ala. Das Buch liegt offen da für jeden. Wir müssen es nur ergreifen und dem Weg folgen. Und ich denke, wenn man sich das einzig und allein vor Augen hält, dann ist man auf jeden Fall schon mit großen Schritten auf einem sehr, sehr guten Weg. Das wollte ich nur kurz sagen. Und ja, ich danke, dass ich kurz hier etwas über mich erzählen durfte. Und ich hoffe, es hat einige Leute interessiert.